Ja, hallo und moin zusammen hier von Tastybits. Das ist jetzt eines meiner ersten Videos, die ich hier mache, und ich möchte euch heute gerne mal zeigen, was es mit diesem wunderbaren Stück hier auf sich hat. Lasst euch jetzt nicht überraschen oder verwirren, dass auf meiner Schürze hier Fischliebhaber steht. Man kann es hier sehen. Heute bin ich eher ein Fleischliebhaber. Und zwar geht es heute mal um Pastrami. Ich habe in den letzten 3 Wochen mich damit beschäftigt, dieses schöne Stück hier selber zu machen. Ich zeige es mal in die Kamera. Das ist eine selbstgemachte, selbstgeräucherte und selbstgepökelte Pastrami. Ihr seht das hier im Anschnitt, das ist wunderschön umgerötet und so weiter. Und in diesem kurzen Video möchte ich euch heute mal zeigen, wie ihr das selber machen könnt. Vielleicht vorab mal ein paar Worte zu Pastrami. Vielleicht habt ihr es schon mal gehört oder wart mal in New York oder in Amerika im Urlaub und habt Pastrami schon mal gegessen. Pastrami ist in dem Fall hier eine Rinderbrust, die über 5, 6 Tage gepökelt wird mit Pökelsalz und vielen Gewürzen, Koriander, Senf, Ingwer, Knoblauch und so weiter. Dann wird sie gewässert und dann wird sie anschließend noch geräuchert und kann ein bisschen durchziehen. Und dann haben wir einen super schönen Brotaufschnitt, der dünn aufgeschnitten, auf einem schönen Roggenbrot mit ein bisschen Coleslaw, mit ein bisschen sauren Gurken, mit einem Senfdressing und so weiter. Ja, 1A schmeckt und wunderbar auch selber zu machen ist. Lasst uns jetzt mal dazu kommen, wie ihr Pastrami am besten selber machen könnt. Dazu ist es zuerst mal notwendig, dass ihr euch ein schönes Stück Rinderbrust besorgt. Ich habe das beim Schlachter meines Vertrauens bekommen, aber ihr findet so ein Stück auch online, das ist kein Problem. Jetzt wird das Fleisch zunächst gepökelt. Ich habe hier eine Gewürzmischung benutzt. Das genaue Rezept findet ihr bei mir im Blog unter tastybits.org. Und das Ganze wird dann über 5 Tage gepökelt, also einfach in den Kühlschrank legen, am besten vakuumieren und alle 24 Stunden einmal wenden. Anschließend wird das Fleisch dann von der Pökelmischung befreit und zweimal über 30 Minuten gewässert. Das ist ganz wichtig, um diese zusätzlichen Aromen und Gewürze noch mal einmal abzuspülen. Nachdem ihr das Fleisch gewässert habt, wird dann die finale Würzmischung aufgetragen. Das ist ebenfalls eine Mischung aus Koriander, Senfkörnern, Pfeffer und so weiter. Salz dürft ihr hier nicht mit dazugeben, weil das Fleisch durch das Pökelsalz schon ziemlich salzig ist. Und wir wollen ja nicht, dass es irgendwie dann zu krass nach Salz schmeckt. Wenn ihr diese Pökelmischung, die ihr nur grob angestoßen habt, dann auf die Pastrami gegeben habt, dann geht es in den Smoker. Bei ungefähr 110, 120 Grad wird eure Rinderbrust, eure gewürzte Rinderbrust jetzt für ungefähr 3 Stunden gesmoked. Dabei könnt ihr Hickory-Holz benutzen. Ich mag auch gerne diese diese Whisky-Chunks quasi oder diese Whisky-Chips, Holzchips, die man auch online kaufen kann. Die geben nochmal so ein bisschen mehr Süße in das Fleisch mit rein, finde ich ganz cool. Und bis ihr eine Kerntemperatur von ungefähr 68 Grad erreicht habt, dann ist das Fleisch auf jeden Fall durch. Und dann heißt es nochmal, auch wenn es jetzt schon mega lecker riecht und mega cool aussieht, nochmal ein bisschen Geduld haben, weil das Fleisch nochmal gerade durch diese Trockenpökelgeschichte, das zieht, muss noch ein bisschen durchziehen. Also ich empfehle euch da 1 bis 2 Wochen wirklich das Ding nochmal zu vakuumieren, Geduld zu haben und der Versuchung zu widerstehen, schon die Hälfte aufzuessen, wie bei mir manchmal der Fall ist, sondern einfach ein bisschen zu warten. Das Fleisch wird viel mürber dadurch, zieht nochmal kräftig durch. Ihr habt diese schöne Ausgeglichenheit aus Süße, Würzigkeit und dem rauchigen Aroma. Das ist echt eine coole Sache. Und deshalb haben wir noch ein bisschen Geduld und dann hauchdünn aufschneiden, schön auf einem Sandwich genießen. Und ja, ihr habt eine wunderbare Pastrami selber gemacht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen, bin gespannt auf eure Kommentare, ob ihr Pastrami schon mal selber gemacht habt, ob euch das zu kompliziert ist, ob ihr das lieber irgendwie fertig im Laden kauft oder abgepackt, wie auch immer. Lasst mich das gerne wissen. Ich freue mich auf euren Kommentar, auf euren Like, auf das hier auch abonniert gerne den Channel. Ich werde in Zukunft mal gucken, was ich hier an Videos noch so fabrizieren kann. Und schaut auch gerne mal auf tastybits.org vorbei. Da findet ihr alle Rezepte in Schriftform und ein paar Videos und Fotos und Schritt-für-Schritt-Anleitungen und noch ganz vieles mehr. Ja, das war's soweit. Ich wünsche euch viel Spaß beim Pastrami selber machen und beim Genießen. Und wir hören uns bald wieder. Bis dann. Ciao.